Lang erwartet, schwerst gehypt, jetzt ist er endlich da, der neue Seat Exeo. Wir haben ja schon die ersten Erfahrungen in Marbella bei der internationalen Präsentation mit dem 200 PS starken gemacht. Jetzt haben wir eine zivilere Variante da, auch im strahlenden Weiß gehalten, die 143 PSige TDI-Variante, die wahrscheinlich die Massen anzieht. Was den Exeo aber so außergewöhnlich macht, warum so viele Flotten drauf stehen und schon so viele Vorverträge unterschrieben haben, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an und versuchen, das Geheimnis hinter dem Exeo herauszufinden. Während andere in die Krise stürzen, stürzt Seat geradezu heraus. Was wundert, legt man doch bei den Spaniern jetzt besonders Wert auf Qualität, gepaart mit schnittigem Design. Und der Exeo ist wohl das beste Beispiel dafür. Es gibt zwei Hauptgründe, warum der Seat Exeo eines der angesagtesten Autos zurzeit schlechthin ist. Nummer eins, natürlich das Design. Dafür sind ja die Spanier mit deutscher Mutter berühmt beim Seat Exeo. Allerdings kommt noch ein Fakt dazu. Wenn man sich die seitliche Linienführung anschaut und ein paar Teile und wenn man Spezialist ist, dann erkennt man ganz klar, da steckt Audis A4 drinnen. Das ist natürlich super, weil der A4 einfach eine fixe Größe am Markt ist und Seat mit dem Exeo einfach die sportliche, günstigere Variante damit auf vier Räder stellt. Zweiter Hauptpunkt ist natürlich die Technik. Wenn man Seat heißt und wenn man auf ein Lager voller perfekter Teile zurückgreifen kann und auch die Kunden wissen, dass wo Seat draufsteht, auch VW und Audi drinnen steckt, dann weiß man, warum der Seat Exeo so gefragt ist. Es gibt immer wieder Autos, da sitze ich auf der Motorhaube, muss über die verfügbaren Motoren referieren, habe zwei zur Auswahl und muss irgendwas Positives finden und klammer mich meistens dann an die Geschichte, wo man denkt, ah, der wird halt gut zum Fahrzeugkonzept passen und mehr als 68 PS braucht man ja auch nicht. Da tue ich mir beim neuen Seat Exeo deutlich leichter, denn da gibt es feine 5 Triebwerksvarianten. Drei Benziner in den Abstufungen 102, 150 und die fetten 200 PS, die wir schon in Marbella vorgestellt haben. Das ist der GTI-Motor, der auch im Golf GTI verbaut ist. Ein richtig feines Teil. Bei den Dieseln gibt es hier zwei Varianten, 143 PS und 170 PS. Auch alte Bekannte, wobei ich sage, dass der 143 PSige absolut reicht. Der ist sprintstark, der verbraucht wenig, rund 5,5 Liter im Schnitt auf 100 Kilometer und das reicht für eine Höchstgeschwindigkeit. Da merkt man auch das sehr typische sportliche Herz für eine Höchstgeschwindigkeit von 214 km/h und ganz ehrlich unter uns, mehr muss es nicht sein. Sportlich fährt sich der Exeo. Das Fahrwerk ist je nach Kundenwunsch eher straff oder eher komfortabel ausgelegt. Durch eine optimale Gewichtsverteilung und eine adaptive Servolenkung kann man diese große Limousine souverän und absolut präzise durch die Kurven zirkeln. Genau aus diesem Blickwinkel schaut er halt wirklich aus wie ein Audi A4 und das hat natürlich berechtigte Gründe, denn die Maschinen und die Werkzeuge, mit denen das neue Seat Exeo produziert wird, die stammen in Wirklichkeit auch von Audi, ganz klar in so einem Konzern, dass man auf Ressourcen zurückgreift, die man hat. Allerdings ist Design natürlich nur ein Element, auch die Chinesen schaffen es, einen Lois zu bauen, der ausschaut wie ein Rolls Royce und trotzdem keiner ist. Jetzt verrate ich Ihnen aber noch Insider-Informationen, denn ich habe gehört, dass die Techniker, die den A4 entwickelt haben, die sind zu Seat gegangen und haben den A4 in Form des Seat Exeos noch einmal verbessert. Das heißt, die haben genau dort angegriffen und zugegriffen bei Verbesserungsmöglichkeiten, wo sie gewusst haben, dass da noch Potenzial drinnen ist. So gesehen ist der Seat Exeo, so wie er da steht, absolut state of the art. Aber im Innenraum merkt man, dass man eben doch keinen Audi fährt. Zwar ist die Verarbeitung tadellos und das Ambiente schön, aber das luxuriöse Flair der oberen Mittelklasse fehlt eben. Auch wenn man das Audi-bekannte DVD-Navi zu einem Audi-ähnlichen Preis, nämlich 2700 Euro, ordern kann. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen subjektiv, was dieses Auto betrifft, aber auch wenn man ihn sich objektiv anschaut, ohne dass man irgendeinen Bezug zu Seat hat, muss man zugeben, es ist ein wirklich schönes Auto geworden, das durchaus seine Berechtigung am Markt hat.
Die Berechtigung am Markt, die wird noch intensiver, wenn man sich das Preisgefüge anschaut, denn den Seat Exeo in der 102 PS-igen Einstiegsvariante, den gibt es bereits ab 22.600 Euro. Das ist ein guter Preis, aber noch nicht fantastisch. Fantastisch dagegen ist der Preis für die 143 PS-ige Dieselversion, die wir heute getestet haben und die richtig gut geht. Denn dank eines Diesel-Einstiegsbonus von 2.500 Euro, den Seat anbietet, kostet dieses Auto, so wie es da steht, nicht mehr als 25.000 Euro. Und das ist eine echte Ansage.